Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Schön, 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 schön formuliert. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe ja immer noch das Bild in meinem Kopf, besser, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht, das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Tja, ein rührender Moment in einer sehr verschmierten, sehr brutal anwirkenden, anmutenden Kulisse. Joa. Na dann, neuer Part, neues Glück. Sergeant Kramer, reden wir mal mit dem. Erneut. Kann ich dann bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben, Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Die letzte Zigarette. Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Es gefällt Ihnen doch, oder? Raus hier! Jetzt! Ich bin ja schon unterwegs. Vielleicht nehme ich noch einen Magnet mit. Hey! Was glaubst du, was du da machst? Das ist ein Tatort. Fass nichts an! Na schön. Ein andermal. Joa. Dann mal zurück ins Zimmer. Oh. Ein leerer Sitz. Passt gerade zeitlich nicht so. Wo ist Sally hin? Kein Interesse. Die hat sich davon gemacht. Wo ist dieser Tür? Tja, können wir noch nicht rein. Jetzt nicht. Nicht den Aufzug verwenden. Zur Straße. Okay. Was zum Geier ist hier los? Ist das so eine Art Witz? Wenn ja, dann kapiere ich ihn nämlich echt nicht. Okay, erstmal die Fakten. Ich erlebe denselben Tag nochmal. Ich war nie ein Vorzeigeschüler, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Jedenfalls nicht um diese Zeit im Jahr. Dazu kommt, ich bin der Einzige, dem das klar zu sein scheint. Außer dem Penner. Also habe ich den Verstand verloren? Meine Mom hat immer gesagt, wenn ich zu lange dieses Spiel mit dem italienischen Klempner spiele, macht's mir das Gehirn kaputt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal passieren würde. Aber trotzdem,
Ein paar Sachen, die ich gestern gemacht habe, blieben unverändert. Ich habe immer noch das Geld von Mel und die Feuerleiter ist auch noch kaputt. Das ist echt seltsam. Vielleicht ist der dämliche Ring der Schlüssel. Ich glaube, ich muss ihn wieder beschaffen und das schnell. Hey, sieh mich nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Der Ring, ja. Das war wahrscheinlich die grausamste und dümmste Entscheidung, die wir in diesem Spiel getan haben. Da haben das Teufelchen und das Engelchen auf unserer Schulter. Ja, hätten wir mal auf das Engelchen ein bisschen besser hören sollen. Aber jetzt erstmal zu Clay's Cave. Töte Feinde, um deine Polizeibeste wieder aufzubauen. Ja, geh hin. Der arme Matt. Oh Mann. Aber wie sein Ring für eigennützige Sachen. Eigennützige Zwecke. Oha. Jetzt von der Kiste verschwunden. Ja. Die Kiste, da kommt mir bekannt vor. Wie eine kleine Katze. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Och, nur aus Spaß. Hüpf nochmal rein. Joa. Dann lassen wir ihn am besten gleich drin. Eine Seitenstraße. Ja. Vielleicht gehen wir da auch mal rein. Oh, ja, die kommt mir bekannt vor. Pfütze. Und dann? In die Jackentasche stecken? Könnte klappen. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Ja, was andere. Wenn ich das trinke, bin ich tot. Bitte nicht. Bananenschale. It's me, Mario. Fass ich nicht an. Nee, die fass ich lieber nicht an. Eine Bananenschale. Boah. Das ist nur die Schale, die esse ich bestimmt nicht. Mülleimer voller Müll. Was kommt wohl als nächstes? Ich rede nicht mit Gegenständen. Ja gut. Ich rede nicht mit Dingen. Ja. Eine Koala-Konfetti. Ich soll das Poster nehmen? Ein Koala-Poster? Vergiss es. Ja, vielleicht ist das Poster lieber. Nee, das kannst du nicht umkippen. Ich wühle nicht im Müll rum. Jedenfalls nicht mehr. Schade. Ich dächte. Müllcontainer. Scheiße, wie das hier stinkt. Das ist irgendwie absurd. Ja. Wie das ganze Spiel. Und drinnen wartet auf uns wahrscheinlich noch das nächste Rätsel. Und das eine oder andere Rätsel, aber das nächste wahrscheinlich. Hallo Pater Roy. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Aha. Hey, was geht, Padre? Mann, kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pater, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Ich glaube, dieses Gespräch ist. Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Ist der etwa ein RPG-Charakter? Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, hä? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen.
Genau. Ein sehr inspirierendes Gespräch mit dem Padre. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Rot. Blau? Knallrot. Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein. Das macht keinen Sinn. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen reden. Schon verstanden. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. Eightballs Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea gefeiert haben. Und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea. Das ist ein Ja, oder? Sie, alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Ja, laufen Sie nicht weg. Tja, geniale Texte, die dieser Charakter in seinem Drehbuch stehen hat. Hat ganze Arbeit geleistet, der Synchronsprecher. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Oh, okay. Erzähl mir. Das ist die Spielkugel, die wichtigste überhaupt. Die, die ich am wenigsten hasse. Joa. Nicht der richtige Zeitpunkt. Nicht. Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Elaine die besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Du willst, dass ich damit rede? Ja, man kann es ja mal versuchen. Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Aha, okay. Hinauf. Oh, tatsächlich, es geht hinauf. Ich will es gar nicht wissen. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Ja, das kann ich aus Erfahrung sagen. Nee. So was Widerliches habe ich selten gehört. Warte ab. Mir ist gerade nicht danach. Ja. Mir ist gerade nicht danach. Das ist widerlicher. Toilettentür. Die lasse ich lieber offen. Tja, Mir ist gerade nicht danach. Dann halt nicht. Das ist mit das Ekligste, was ich je gehört habe. Ja. Ich nehme die blöden Poster nicht mit. Schade, kann man doch bestimmt noch irgendwelche brauchen. Da muss man Münzen reinschmeißen. Haben wir keins mehr. Haben wir kein Geld mehr. Hier. Nein. Schade. Da braucht man wohl eine Münze. Tja, wir haben nur Scheine. Damit rede ich doch nicht. Rapchu. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Coole Anspielung. Tür, da steht ein Text. Mich hat man auch eingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Ja, Rapchu. The cake is a lie. 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 Steht da auf der Toilettentür. Mir ist gerade nicht danach. Tja, aber immerhin wissen wir jetzt, dass der Kuchen ist. Ist mir scheißegal, was da draußen abgeht. Sehr schön, sehr schön. Das war ein Ausflug in die Toilette wert. Ja, Eleni. Hallöchen. Die Gene können so manchen grausamen Scherz machen. Eine Schüssel mit Maisresten. Irgendjemand muss hier Popcorn gegessen haben. Joa, können wir die mitnehmen? Können wir. Irgendwo können wir das bestimmt nochmal brauchen. Wir haben ziemlich viel Krams im Portemonnaie, im Winter.
Da fasse ich lieber einen Kaktus. Och, sei mal nicht so. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Elaine. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Hey, irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Oh. Boah. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Das ist... Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich habe keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Klugsau. Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Vom vielen Reden. Das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Kopf. Unendlich. Jeder liebt mich. Seine Textzeilen müssen ewig gewesen sein, ewig lang. Ganze Drehbuchseiten müssen wir gefüllt haben. Was zum Geier mixt die denn da zusammen? Hier ist dein Cocktail. Und das sagt Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Ja. Wie konserviert man in Formaldehyd? Mann, wenn die ausbrechen, die bringen uns alle um. Übel, übel. Oh, da ist doch das in dem Einmachglas, Glas, das ist so ein, hier, Samus Aran, Metroid, Dingens, fällt's gerade nicht ein. Ich brauch gerade keine Streuwaffe. Jo. Contra oder Probotector? Das ist hier die Frage. Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Würde ich gern, aber ich komm nicht ran. Würde ich gern alle aussaufen, würde mich wahrscheinlich umbringen. Immerhin würde ich glücklich sterben. Das stimmt. Nein, nicht da hoch. Das ist dem lieben Pater Roy. Obwohl, vorher könnten wir noch mal... Nicht gerade mein Lieblingscocktail. Ja, Versuch war es wert. Nein. Ja. Damit will ich den Feuerlöscher nicht ver... Warte mal kurz. Pater Roy sollte den erstmal proben. Ich wollte ihn mal ein bisschen verschönern. Ein bisschen verbessern. Eher nicht. Cocktail. Lieber Schale nicht. Schale kippen. Hab keinen Hunger. Du willst, dass ich damit rede? Nee, du sollst es einfach aufessen. Eine ganze Menge Zaster. Das ist ein daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Aha, okay. Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Oh. Er schläft also nicht. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Er ist einfach nur stumm. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Mhm, den starken Stoff. Was haben wir so im Inventar? Batteriesäure hätten wir. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Hatten wir hier noch eine Rasierklinge? Hier hatten wir eine Rasierklinge. Das kann ich nicht rasieren. Ja, hätte ja klappen können. Ich habe zu viele Probleme. Die kann ich jetzt nicht links liegen lassen oder einfach fernsehen. Tja,
Und du, ey. Da wäre ich wieder. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Die hat da was. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu. Und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall. Du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Alkoholfreie Liköre. Dürfen wir uns jetzt was aussuchen? Papaya. Mango. Limone. Guavendikör. Likör. Nicht alkoholfrei Likör. Okay. Grapefruit. Passionsfrucht. Kiwi. Macadamia. Guarana. Litchi. Zimtapfel. Kokosnuss. Klingt ja einiges ziemlich exotisch. Ja, deine Entscheidung bestimmt den Verlauf des Spiels oder was? Ja, Zimtapfel klingt doch ganz interessant. Vor so einem Litchi-Likör. Das klingt abgefahren. Habe ich noch nie was von gehört. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel. Schmeckt doch bestimmt. Hey, gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Ach, wir probieren es einfach alle durch. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Genau den. In Blau. Boah. Ganz tolle Wahl, Randall. Gibt es da eine Reihenfolge, die wir einhalten müssen? Ich hasse Kiwis. Was soll's? Einfach alles durchprobieren. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Ja, vielleicht ist Kokosnuss ein bisschen besser. Gib mal was von dem Kokosnuss-Likör. Das hier, und da gibt's keinen Zweifel, ist das Widerlichste, was ich je probiert habe. Das kann ich mir vorstellen. Kokosnusslikör. Das muss... Litchi-Likör, hm? Okay, her damit. Das muss schmecken. Orange. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Haben nicht langsam deine Geschmackszellen ab. Passionsfruchtlikör? So was gibt's? Orange. Scheint so. Und schmeckt scheiße. Ja. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Ist es aber nicht. Man wird einfach alles ausprobiert. Okay. Versuchen wir mal Papaya. Da gibt es doch bestimmt ein Abzeichen für. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Hat er Sachen durchprobiert. Guave. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Ich auch nicht. Fürste ihn. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Nein, von alles ausprobiert. Wie wär's mit Limone? Ganz klassisch. Limone. Ist irgendwie wie Limonensaft trinken. Mango-Likör. Das letzte. Bin neugierig. Oh nee, da war noch was. Dachte, der wäre süßer. Ist aber noch Macadamia übrig. Macadamia-Likör. Zum Schluss. Warum nicht? Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann $380. Was? Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich habe nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich habe nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Ja,
gut. Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Das ist Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Wer hätte das denn denken können? Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall, manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Wer hätte das denn ahnen können, dass das was kostet, wenn man in der Bahn einen Drink bestellt? Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Und wir brauchen es bestimmt. Sieht aus wie so ein Schminket wie für die Handtasche. Mit Gegenständen reden ist nicht so meins. Hab ich schon kapiert. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo. Meine Blase platzt gleich. Ja, hast dir die ganze Karte leer getrunken? Also von jedem eins. Hübsche Pistole schon. Verdammt richtig, ich habe mir nicht die Hände gewaschen, und? Wieso ist dieser blöde Likör so teuer? Kennst mich doch, bei mir gibt's nur das Beste. Warum machst du da nicht mal was mit deinem Gesicht? Hör schon auf, Randall. Die Liköre sind vom Feinsten. Wie viele Bars kennst du, die Macadamia-Schnaps haben? Nur Paddy's. Aber ich glaube, die haben mich abgezogen. Ich seh's nicht gern, wenn du in andere Kneipen gehst. War nur Spaß. Das hier ist die einzige Bar, wo ich Hundekämpfe im Hinterzimmer ausrichten kann. Was? Keine Sorge, das sind nur süße kleine Chihuahuas. Schluss jetzt, Randall. Ich weiß nicht mal, ob du es ernst meinst oder nicht. Und das macht mir etwas Angst. Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja, das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du eigentlich... Egal. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich sagte dir doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up zu tragen. Oh, Randall, du warst so nett und jetzt fängst du plötzlich wieder an, Witze zu machen. Also zunächst mal, das war kein Witz. Und zweitens, ich war nie nett zu dir. Nicht ein einziges Mal. Das bildest du dir nur ein, genauso wie du dir einbildest, dass alle deine Makel mit Make-up zu überdecken sind. Okay, das reicht. Lass mich allein, Randall, bitte. Tut mir leid. Das war nur ein Scherz. Ich wusste es doch. Du liebst mich, Randall Hicks. Und das weißt du auch. Ja. Wenn dich das glücklich macht und ich weiter Tiere mit in die Bar bringen darf, dann gewinnen wir alle. Na sicher. Moment, was? Tiere, Elaine. Tauben, Koalas, scheiße werfende Affen, das Übliche. Und natürlich Meg, das giftigste, tödlichste Tier der Welt. Randall, ach egal. Ja, Leute, die denken, die können sich mit irgendwelcher Schminke zukleistern und da würde irgendwas besser aussehen. Naja. Ist nicht das Format für Kommentare dieser Art. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott, hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. In die Gasse.
da waren wir schon mal. Roger. Heute geht's bestimmt weiter. Mit der Story. Notausgang. Jetzt haben wir wirklich Müll im Inventar. Wie wär's dann jetzt mal damit? Hey! Heilige Scheiße, du blöder Penner! Ich hab mich verschnass gemacht! Du solltest besser auf der Hut sein, Junge! Antizipiere die Antizipation! Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Ja. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Ja, wir müssen bestimmt noch weiter mit dem reden, aber ich würde jetzt erstmal sagen, Part beenden oder was? Ist schon lange genug. Ja. Ich rede im nächsten Part mit dir weiter. Bis dann, alter Penner. Haus drinne. Ciao, ciao.